meine Lieben, heute habe ich wieder ein neues Video für euch und heute gibt es meine Rossmann-Neuheiten. Ich musste etwas umdisponieren, da wir gerade im Urlaub sind und deshalb verzögert sich das DM-Neuheiten-Video etwas. Und ich habe das Rossmann-Neuheiten-Video vorgezogen, da ich ja noch ein bisschen Puffer hatte und euch auch noch den September aufholen möchte und euch aber natürlich auch die neuen Produkte des Oktobers vorstelle. Das DM-Neuheiten-Video wird deshalb erst so um den 19. rum hochgeladen, also Mitte des Monats, da ich da auch ganz aktuell sein möchte. Und das ist mir im Urlaub leider nicht möglich. Aber dann seid ihr wenigstens ganz up to date. Und ihr könnt euch auch auf dieses Video freuen, denn es gibt wie immer ganz, ganz viele tolle neue Produkte zu entdecken. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß dabei. Wir starten mit Neuheiten von Alcina. Und zwar haben die ihre Produktreihe mit Hyaluron im Rossmann rausgebracht. Und dazu gibt es ein Augengel, dann eine Gesichtscreme und außerdem ein Gesichtsgel, wie gesagt, für straffere Haut gedacht. Dann gibt es von Alterra zwei neue Pflanzenölseifen. Es kann auch sein, dass die in der Rezeptur einfach verändert worden sind. Einmal mit Rosen und einmal mit Ingwer und Verbene. Dann gibt es ebenfalls eine neue Marke bei Rossmann und zwar kommt die aus Schweden. Die wird Barnängen vielleicht ausgesprochen. Und dazu gibt es ein Body Balm. Außerdem eine Body Lotion aus der Caring-Reihe. Dazu gibt es auch eine passende Duschcreme. Es gibt eine Midsummer Glow-Reihe mit Bodyöl und ebenfalls einer Duschcreme. Und eine Nutritive-Reihe, die mit Body Lotion und Duschcreme erhältlich ist. Außerdem habt ihr bestimmt alle schon mitbekommen, dass es zwei neue Belou-Sorten gibt. Einmal Cherry Kisses mit Duschschaum und Cremeschaum. Und ebenfalls Plummy Kisses mit Duschschaum und Cremeschaum. Darf hat wie jedes Jahr eine neue Winterpflege rausgebracht. Die ist für trockene Haut gedacht und dazu gibt es eine Bodylotion und natürlich auch die passende Duschcreme. Zu dem Duschgel gibt es jetzt auch ein passendes Deo-Spray und das sieht so aus. Außerdem hat For Your Beauty eine sehr schöne Limited Edition, glaube ich, ist das rausgebracht. Und dazu gibt es einmal diesen Baking-Schwamm. Also den gibt es auch in zwei unterschiedlichen Farben und soll eben zum Baken gedacht sein. Dann gibt es weitere Make-up-Schwämme in dieser Macaron-Form, auch in zwei Farben erhältlich. Und außerdem drei neue Pinsel, einmal diesen Lidschattenpinsel, dann einen Puderpinsel und außerdem einen Rougepinsel. Und außerdem haben die drei neue Nagelbürsten rausgebracht in diesem süßen Design und die musste ich euch einfach zeigen. Diese neuen botanischen Pflegereihen von Garnier gibt es jetzt auch bei Rossmann zu kaufen. Dazu gibt es ja einmal die Reihe mit Aloe oder Aloe Vera. Diese Reihe ist feuchtigkeitsspendend und erfrischend. Dazu gibt es eine Tagespflege, ein Waschgel und ein Gesichtswasser. Dann gibt es eine Reihe mit Blütenhonig, die soll regenerierend sein. Dazu gibt es so einen 3-in-1-Balm. Außerdem ebenfalls eine Tagespflege und ein passendes Waschgel. Und außerdem eine Reihe mit Rosenwasser, die ist für empfindliche Haut gedacht, soll auch Feuchtigkeit spenden und stärken. Dazu gibt es auch so einen 3-in-1-Balm, außerdem ein Gesichtswasser, ein Waschgel und ebenfalls die passende Tagespflege. Glisskur hat ja eine neue Volumenreihe rausgebracht, die jetzt auch bei Rossmann erhältlich ist. Dazu gibt es ein Shampoo, eine Spülung und auch ein passendes Spray. Also so ein, ich glaube, das ist so eine Leave-In-Spülung oder ein Leave-In-Conditioner oder so. Oder ein Leave-In-Kur wahrscheinlich. Sana hat auch mehrere Neuheiten rausgebracht. Zum einen diese Body Butter, die heißt Beach Time und soll karibisch duften. Dann wurde ja das ganze Haarpflegesortiment von Rossmann, also von der Eigenmarke von Rossmann, erneuert und erweitert, also in der Rezeptur verändert und so weiter. Ich zeige euch jetzt mal auch die neue Aufmachung. Es gibt einmal ein Sensitiv-Shampoo, dann gibt es ein Vitamin-Shampoo, ein Volumen-Shampoo und Spülung, also das ist so ein 2-in-1-Produkt. Außerdem ein Shampoo, das gegen Schuppen gedacht ist. Dann Shampoo und Spülung, die für kolorierte Haare gedacht sind. Außerdem ein Kräutershampoo, also ein sehr reinigendes, wohltuendes Shampoo. Ein neues Shampoo, das ist mit Mandelmilch und soll reparieren. Ein weiteres Pflegeshampoo mit Honig und Vanille und auch dazu gibt es eine passende Spülung. Und dann gibt es noch eine Reihe, die gegen trockenes, glanzloses Haar gedacht ist und auch dazu gibt es ein Shampoo und eine Spülung. Außerdem hat Isana zwei neue Seifen rausgebracht. Country Chic ist die eine Seife und die gibt es in dieser klassischen Flüssigseifenform. Und Vintage Garden, auch diese Seife ist in dieser normalen Flüssigseifenform eben erhältlich und außerdem in diesem Nachfüllpack.
Es gibt ein neues Trockenshampoo von Isana. Das ist jetzt speziell für blonde Haare gedacht. Und außerdem ganz viele süße neue Isana-Tuchmasken. Einmal in diesem Frosch-Design, die soll erfrischen. Dann ein Katzendesign, diese Tuchmaske soll pflegen. Eine Tuchmaske im Panda-Design, die soll beruhigen. Und eine im Tiger-Design, die soll straffen. Außerdem hat Isana aus dieser Style to Create-Reihe ein neues Volumenpuder rausgebracht, was die Haare so ein bisschen aufbauschen soll. Und es gibt neue Badeperlen mit Babassu-Öl und Urea. Dann hat Isana außerdem ein neues Gesichtswasser rausgebracht mit Ginkgo und Gurke. Und dazu gibt es auch ein passendes seifenfreies Waschgel und eine Reinigungsmittel. Außerdem gibt es einen neuen Hydro Booster von Isana. Das ist eine Feuchtigkeitscreme, die ja ganz besonders viel Feuchtigkeit spenden soll. Es gibt eine neue Maske. Das ist eine Limited Edition. Und zwar hat die auch so ein Macaron-Design. Und die eine Maske ist mit Himbeergeruch und die andere mit Kokos. Isana hat außerdem so Dupes zu diesen L'Oreal-Masken, würde ich sagen, rausgebracht. Das ist einmal eine Peeling-Maske, die klären soll und die Poren verfeinern soll. Und dann diese reinigende Maske, die die Haut eben reinigen soll. Und außerdem gibt es zwei weitere neue Masken von Isana. Das ist einmal diese Hydro Booster Maske, also passend zu der Feuchtigkeitscreme eigentlich, soll wie gesagt besonders viel Feuchtigkeit spenden. Und einmal eine Peel-Off Maske, um die Poren wirklich wirksam zu reinigen. Von Kneipp gibt es auch ganz viele neue Produkte. Ich kann euch gar nicht sagen, wann die alle kommen. Also ich habe einige schon entdeckt bei Rossmann, andere denke ich mal werden so im Laufe des Monats noch nachziehen. Es gibt einmal dieses Pflegeölbad neu zu kaufen, heißt Pflegegeheimnis und sieht so aus. Dann gibt es drei neue Badeessenzen. Die eine hier, die ist mit Bergamotte, dann eine mit Pinien und eine mit Lavendel. Zweimal neue Badekristalle, einmal diese Badekristalle hier, die heißen Warm Up und sind unter anderem mit Marone. Und diese Badekristalle, die heißen Schlafschön und sind unter anderem mit Mondscheinblume. Es gibt eine neue Feuchtigkeitscreme, zumindest wird mir das so angezeigt, kann auch hier sein, dass die Rezeptur verändert wurde. Und zwar ist das diese hier, Wiesenkräuter heißt die. Ein neues Duschgel, das heißt eingekuschelt und soll unter anderem nach Sandelholz riechen. Dann ein Massageöl, klingt auch sehr spannend. Und wieder eine Winterpflege, die ist mit Vanille unter anderem und dazu gibt es halt so ein Schaumbad und eine Handcreme. Es gibt ein weiteres Schaumbad, das ist so eine Winteredition auch und die ist auch mit Vanille. Dann gibt es ein Schaumbad mit Lavendel, heißt Ruhepol. Ein Schaumbad heißt Träumen, ist unter anderem mit Inkanuss versetzt. Eins heißt Entspannen, mit Iris unter anderem. Eins heißt Verwöhnen, mit Rose. Und ein anderes Abschalten, mit Moringa. Außerdem gibt es noch dieses Trockenöl von Kneipp, was auch sehr interessant aussieht, wie ich finde. Dann gibt es zwei neue Masken von La Vera zu kaufen. Einmal eine Antifaltenmaske und außerdem eine hautklärende Maske. Von L'Oreal gibt es ja jetzt diese Rosé-Maske zu kaufen, die hat auch einen Anti-Aging-Effekt. Und außerdem gibt es ja diese neue Reihe von Nivea, die Q10-Reihe. Dazu gibt es eine Augencreme, eine Tagespflege und auch eine passende Nachtpflege zu kaufen. Die Marke Norwegische Formel hat ein neues Bodyspray rausgebracht, also das ist eine Bodylotion als Bodyspray eben. Dann hat Pantene Provea auch ein paar neue Produkte rausgebracht. Es gibt da einmal diese Repair-Spülung, also für strapazierte, trockene Haare und eine neue Color-Kur, also für kolorierte, gefärbte Haare. Und nicht zu vergessen, ein neues Haaröl, das für glatte und seidige Haare sorgen soll. Dante hat auch wieder neue Produkte rausgebracht oder die alten in der Rezeptur verändert. Es gibt einmal dieses Feuchtigkeitsshampoo hier zumindest, wird es mir angezeigt als neu und die dazu passende Spülung. Und außerdem gibt es einen neuen Glanzconditioner, der so aussieht, also für glänzende und geschmeidige Haare sorgen soll. Dann hat Rossmann jetzt anscheinend neu im Sortiment dieses Duschgel hier, das heißt Hallo Schönheit und ist mit Granatapfel und Magnolie. Ich dachte, sie hätten das schon geführt, aber anscheinend ist das, wie gesagt, neu. Und es gibt auch noch eine neue Winterpflege. Dieses Duschgel heißt Hallo Winterpflege und ist mit Mandelmilch und Pflaume. Außerdem gibt es zwei neue Schaumbäder. Eins heißt Chill Out und das ist mit Orangenöl und Sandelholz. Und eins heißt Mein Moment und das ist mit Kakaobutter, Vanille und Macadamia. Also
Das klingt richtig gut. Auch von Tracamoon gibt es ein paar Neuheiten. Zum einen haben sie diese Badeschäume hier rausgebracht, die es bald in allen Drogerien geben wird. Einmal ein Badeschaum mit dieser oder aus dieser Zimtreihe, dann aus dieser Apple Pie Reihe, also Apfelkuchen, und zwei neue Sorten, Chai Tea und Dreamcatcher. Und außerdem noch weitere Neuheiten von Tracamoon. Das ist eine Reihe mit Pflaume. Und dazu gibt es eine Bodylotion und natürlich die passende Duschcreme. Und jetzt, wo bei DM die ganzen Udo Walz Produkte ausgelistet werden, werden sie anscheinend bei Rossmann neu eingeführt. Ich stelle euch einfach die ganzen Produkte doch mal vor. Es gibt die Coconut-Reihe, die für Feuchtigkeit sorgen soll. Und dazu gibt es ein Shampoo, die passende Spülung und ebenfalls ein Haaröl. Außerdem gibt es eine Reihe für, wie sagt man, gefärbte Haare. Genau. Mit Granatapfel und auch dazu gibt es Shampoo und Spülung. Dann gibt es eine Reihe, die mit Matcha versetzt ist und gegen fettige Haare helfen soll. Auch dazu gibt es Shampoo und den passenden Conditioner. Außerdem eine Repair-Reihe mit Moringa und dazu gibt es auch Shampoo und Conditioner und außerdem auch ein Öl. Oh, und ein 3-Minuten-Repair-Treatment oder 3-Minutes-Repair-Treatment. Es gibt eine Reihe für Volumen mit Chia und dazu gibt es auch Shampoo und einen passenden Conditioner. Außerdem ein Volumenserum und ein Volumenspray. Und zu guter Letzt gibt es noch ein neues Duschöl. Das kommt von Wellness Beauty und ist mit Mandelmilch und Bambus, also klingt auch sehr interessant und sieht so aus. So meine Lieben, und das war's dann mit dem Video. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen, wenn es euch gefallen hat. Und ich wünsche euch nur noch einen wunderschönen Tag und sage Tschüss!